Guck mal. Der fliegt aber recht niedrig. Feurio. Der kommt bestimmt oben an der Ecke längs. Ja, der Typ ist bestimmt ein Jäger. Ja. Der da hochläuft. Möglich. Dicker. Denk mal, dass sich alle anderen wegen den Schildern fernhalten. Ein schwarzer Moblin. Sollten wir des Lootes wegen mitnehmen. Sehr gut, ja. Du siehst mich nicht. Du siehst mich doch. Waffe kaputt. Ja. Schade. Die war cool. Schon 30er? Nee, die 30er. 31er Die meine hier. ich. Ja. Die vom Beta-Ding. Viermal schlägt er zu Fünf, fünfmal. Sechs. sechs, sieben, acht. Der ist ja im Blutrausch. Nicht mit uns. Danke, Tulip. Hast du möglicherweise Glück gehabt? Ja. Habe ich irgendwas eingesammelt, was scheiße war? Ja. Rüste den mal aus und mach mal Synthese. Ich glaube, da war ein Stein rechts neben dir. Da so, geradeaus jetzt. Der ist aber recht weit unten. Cool. Ne, doch nicht, okay. Vielleicht kannst du ihn ja treffen. Mit dem Flederbeißerauge und Flügel. Indem du einfach näher ranläufst. Können wir sonst gleich nochmal runterlaufen und dann Ach hier. die Leute ansprechen? Aus Dauerstrecke, egal. Soll ich es versuchen? Nee, du bist viel zu weit weg. Gut. Lauf doch hoch. Ist ein Lager, wollte ich sagen. Können ja gleich dann wieder runterlaufen und dann wieder den Weg gehen, den wir eigentlich gehen wollten. Auch nicht so schnell, Drache. Aber eine Schuppe oder Klaue oder was auch immer wir von ihm bekommen, wäre schon halt gut. Ja, das sieht komisch aus da jetzt. Oh, hier ist auch noch ein Schrein in der Nähe. Ach, bestimmt der im Labyrinth. Musik kommt wegen dem Drachen. Ja, aber dieses Düt-Düt-Düt-Düt. Hör ich nicht. Jetzt ist gerade weg. Und jetzt mit Flederbeißer Will Flügel. näher ran. Da bin ich auch wieder zu weit unten. Oh, er zeigt sogar an, wo der ist, der Schrein. Guck mal, tiefer. Ah, okay. Okay. Versuch's doch erstmal einfach so. Vielleicht weiter nach rechts. Muss jetzt nicht die weiteste Stelle auswählen. Da siehst du. Aber dass das jetzt runterfällt, ist wahrscheinlich nicht so cool. Aber Glück gehabt. Ja. Yay! Das ist Labyrinth. Wie Okay. damals. Das gibt es. Warte mal, muss mal was gucken. Aha. Gibt's auch für oben. Okay. Ich gehe mal wieder zum Schrein zurück erstmal. Ja. Dann laufen wir hoch, wie Ja. es eigentlich. Gewollt war. Ja. So. Wer weiß, ob man die Schuppe auch wieder braucht für irgendwas Spezielles. Deswegen Wahrscheinlich. lieber mitnehmen. Vielleicht sogar noch andere Materialien. Ja. Also wir können mal die andere Waffe wieder ausrüsten. Aber so haben wir wieder ein Haut drauf dabei. Ja. Schöner wäre natürlich ein Zweihänder, aber das ist schon mal überhaupt irgendwas. Ja. Wieder oben ganz schön viele Huhn. Immer noch der gleiche. Ne, der war dicker, der andere. Ich hab mich verirrt. Ja, gleich bist du tot. Ja, es ist einer. Entschuldigung, ich habe gehört, in dieser Gegend gäbe es einen Stützpunkt der Jägerbande. Weißt du da mehr? Wenn das stimmt, sollte ich mich von dem Ort lieber fernhalten. Ich weiß nicht, wo er ist. Doch, obendrauf. Zum Glück habe ich dich getroffen. Ich hatte mich völlig verirrt. War nicht ein Glück, jemand so Nettes wie dich zu treffen. Jetzt habe ich direkt auch ein schönes Mitbringsel. Deinen Kopf. Das ist der Ausmacher. Dam, dam, dam.
Wer hat jetzt wessen Kopf? Haha! Ja, war easy peasy. Ah. Vorsicht, neben dem Felsen ist ein Bombenfass, ne? Ja. Das ist nur der und der da oben, okay. Soll ich den erstmal abschießen, oder? Nee, erstmal versuchen zu überfallen. Der pennt ja auch. Der hat auf jeden Fall dritter Schild. Oh. Okay. Ich hätte gedacht, das reicht. Pudel, mach was. Und der hat auch ein Ritterschild, ist klar. Ah. Cool. Cool. Oh, der hängt fest, lol. Danke, Tulip. Cool. Das hat sich doch gelohnt. Ja. Aber die Schilder nehmen wir trotzdem nicht mit, weil wir keinen Platz dafür haben. Schade. Ja, zeig mal das den Flammenwerfer-Schild, den wir haben. Ja, okay, es ist an einem Samanium, das ist dann schon sinnvoller. Vielleicht hält das dadurch ein bisschen länger. Mm. Aber das Hyrule-Gras geradeaus kannst du noch mitnehmen. Gab es hier noch einen Schatz? Nur Loot wahrscheinlich, ne? Und jetzt auch so ein Feuer. Kannst du mal schauen, ob das Feuer ist. Flammenwerfer, ja. Knurli. Yes. Ja, nett. Hab ich diesmal ganz alleine gemacht. Mama ist stolz auf dich. Mama? Jetzt fängt es auch noch an zu gewittern. Wirbeln wir irgendwie? Waffe nicht, Schild nicht. Der Bogen, aber den können wir auch den ausrüsten sonst. Ja. Ach, da ist wieder Dumpster. Können wir ja unser Teil benutzen, was wir gerade zusammen gedingst haben. Aus den Favoriten, ja. Wo willst du hin? Das Ding stützen. Und wieso da? Du brauchst die Bretter. Ist das wieder Dingens? Sieht so anders aus. Das also, ist doch. Hä? Hey, wieso liegt denn das schon so da? Der war doch wohl ganz anders. Ich meine, es ist praktisch, ja. Aber wieso liegt der schon so da? Wobei, ganz passt nicht, es ist ein rechter Winkel, ich hatte einen Spitzen. Aber theoretisch dürfte es hinhauen. Ja? Ja. Sicher? Ah, wobei, nee, das wird so nicht passen. Nee. Das, ich versuch's mal. Nein, das kippt doch so schon langsam gerade weg, hast du das nicht gesehen? Brauchen wir doch nicht jetzt noch einen unnötigen Dialog mit ihm, der uns Zeit kostet. Kann ich gar nicht abmachen. Das ist einfach so ein Ding. Ah. Wo ist er da? Hm? Ich weiß noch nicht, was ich mir machen will. Scheiße. Wie das Magnet-Rätsel. Das kann ich auch immer so gut. Ach Mann, weißt du was? Bitteschön. Dafür habe ich wieder keine Geduld. Ich hab jetzt so. Da oben ist noch ein Heini da. Zum Mob. Wie so ein Mob? Ja, so ein Moblin-schwarzen Heini. Links, der kommt gerade runter. Verdammt, das muss andersrum ran. Theoretisch müsste das hinhauen. Schauen wir mal. Das sind wir nicht ansprechen, ne?
Nee, er hat Angst vor den Blitzen, denke ich mal. Ah, jetzt. Muss mich konzentrieren. Wie immer. Oh, cool. Was denn? Wo ist dein Problem? Du hast ihm noch gar keine Chance gegeben, du Opfer. Nochmal. Ja. Sieht doch stabil aus. Ah, okay. Gut, dann halt ein Brett mehr. Immerhin hört es auf zu regnen. Ah. Teste mal. Nehmen vielleicht doch noch den Balken. Ist ihm das vielleicht wieder zu quer? Abenteuerlich, aber es sollte halten. Meint es. Kerzengerade, jo. Im Endeffekt bewirkt der gar nichts, der obere Pfahl. Doch, Ja? der hat das Schild davon abgehalten, noch ein Stück nach links zu neigen. Ach so. Ich meine, der hat sich vorher nur ein bisschen nach links geneigt und das hat ihm Nee. nicht gereicht, aber. So, was hast du noch? Agil, Was ist aber mit stimmt, Schwimmtempo? das können wir Ah, ja ne, Ölknopf. verkaufen. Ja. Ja, warum? Also Gerüchten zufolge soll es ja auch tatsächlich 1000 Crocs geben. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Ja. Ich meine, wir sammeln sie eh nicht alle. Bin doch nicht wahnsinnig. Aber so Du ein könntest rechts paar. auf den Baumstamm mal schauen, ob da einer ist. Hinten auf dem? Nee, rechts auf dem Baumstamm. Dem hier. Dem hier, War da oder? nicht gerade ein dickerer? Nee, okay, sah so aus. Dann nicht. Ich dachte, ich hätte gerade einen dickeren Baumstamm gesehen. So, mal gucken, was hier steht. Kein Zutritt. Will die aber hin. Letzte Warnung. Keine Nicht-Band-Bandmitglieder gestattet. Bei Entdeckung sofortige Bestrafung. Gehen wir mal rein da, ne? Sehen Sie jetzt die Jägerband. Ja. Also rumgucken, Nächste oder? Rave auch in ihrer Reihe. Links war ein Krogrätsel. Ach hier. Auf der Meinst du? anderen Seite wahrscheinlich auch. Kommt da Nee, nicht Bananen? da. Bananen rein? Da. Würde ich jetzt mal vorschlagen, ne? Ach so, da sind gar keine Schalen, dann wahrscheinlich Bananen, ja. Haben wir so viele Bananen schon? Wir haben ja schon ein paar von denen gekillt. Müssten wir. Hallo, ich bin da. 13, ja, passt. Eins. Das ist doch voll Banane, Warum? kannst ruhig gegen die Statue werfen. Davon prallt es nur ab und landet in der Schüssel, also das passt schon. Okay. Ah, cool. Ja. Könnte natürlich testen, ob es auch mit anderen Früchten geht, aber Im so klappt es auf jeden Normalfall, Fall. ja. Wegen Jäger liegt halt Banane einfach nahe. Ja, voll Banane. Das eine Hausruine oder? Ne, es gab es bei BOTB auch schon. Da war Achso. ein Wächter damals drin, so ein kaputter. Also ein bisschen hat Kommen sich wir von das oben? verändert. Da ist nochmal. Können uns ja mal durchbohren. Ja. Man konnte, glaube ich, von oben reingehen, ja. Ey. Dann so. Okay. Das sieht komisch Okay, aus. ja. Aber nutzen wir den Höhenvorteil. Okay. Noch mehr Kisten. Ein bisschen ausgeräumt von Robedo. Oh, Vorsicht, ne? Ach Wieso? so. Ah, okay.
rein. Schade, ich habe gedacht, da versteckt sich vielleicht noch irgendwie was. Das kann man einfach, ups, nur wegnehmen. Also komm mal rein. Oh! Hey, du bist doch Link. Wie konntest du dich hier unbemerkt reinschleichen? Ich konnte die Kamera gar nicht drehen. Mit dem Deckensprung. Los, komm nach draußen und wir klären das ein für alle Mal. Ich hab den gar nicht gesehen. Erst den Großen? Nee, erst den Kleinen. Dann macht er aber wenig Schaden. Der ist nämlich schnell mit drei Schlägen tot und dann kannst du dich in Ruhe um den Großen kümmern. Aber der macht Gott sei Dank nicht so viel Schaden. Alter, ich hab's doch gerade gesagt, nicht so viel Schaden. 11 ist ein bisschen viel, das ist gut. Ja, so, machen wir es mal. Ich will auch Link. Danke, Maka. Ja, okay. Boah, was war das denn? Das war sein Angriff. Die Explosion am Ende, meine ich. Sein Angriff, den er ausgeführt hat. Alter, komm, ein Schlag noch, Maka. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Dann ruhig das Leuchtessen. Ja, wobei, ja, das ist jetzt, das wäre jetzt zu viel. Danke! Tulip, danke. Das ist ein schön langes Schwert. Ey, das ist mein Schatz! Gib mir das! War noch was? Nö. 46, ja gut. Macht das Sunshine Langschwert auch Überfall links? Weiß ich gar nicht. Haben wir Platz? Wir testen es mal. Druckwellen. Die zerfressene Klinge ist recht stumpf, aber besonders viele Schwertkämpfer. Ups. Können mit dem Schwert den Wind spalten und Druckwellen entstehen lassen. Weiß ich nicht. Notfalls bauen wir da halt einen Stein ran. Ja. Ja, wenn er einen trifft, ach, hier liegt er was. Dann macht er schon ein bisschen Aua. Hatte der Kleine keine Banane dabei? Nö. Ich glaub nicht. So was Dreistes. Gut, dann gehen wir jetzt halt vorne rein. Oh! Oh, cool. Schön. Ist wie der Typ. Tut mir leid, ich werde deine Uniform anfertigen, ohne weiter zu murren. Du, sag mal, du bist keiner von den Jäger, oder? Bist du gekommen, um mich zu retten? Bestimmt, oder? Klar. Das ist ja wunderbar. Endlich werde ich diesen Ort verlassen können. Mein Name ist Kord. Ohne Helm und ohne Gord. Ich habe geschickte Finger. Das klingt so falsch. Und wenn ich das mal selbst so sagen darf, einen guten Modegeschmack. Das sehe ich anders. Und das hat diesen Jäger schon gereicht, um mich zu zwingen, hier Sachen für sie zu nähen. Ich habe allerdings nicht die geringste Lust, noch mehr dieser geschmacklosen Fetzen zu produzieren. Weißt du was, diesen Jägeranzug schenke ich dir. Mach damit, was du willst. Hauptsache, ich muss ihn nicht mehr sehen. Ja, dann brauchen wir vielleicht doch nicht die Schleierausrüstung. Ja, nahezu wie ihn jedes Mitglied der Jägerbande trägt. Er ist mir ganz gut gelungen. Auch wenn der Stil furchtbar ist, trägst du das ganze Set. Hält man dich noch für einen Jäger? Tja, bevor sie zurückkommen, sollte ich verschwinden. Keine Sorge. Ich bin athletischer, als ich aussehe. Zwinker, zwinker. Letztes Mal haben sie mich geschnappt, aber das passiert mir nicht nochmal. Vielleicht sehen wir uns ja einmal wieder und danke, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Gerne. Jo, tschüssing. Oh, wie cool. Und das cool ist da auch noch. Aber das ist sehr cool, ja. Dann fehlt uns noch ein Teil. Ich bin gespannt, wo es das gibt. Ja. Yippie, der ist da. Der Prototyp des von Robelo angefertigten Teleportmedaillons ist aufgrund fehlender Daten nicht einsatzbereit. Ja, deswegen sollen wir ja bestimmt zurück. Ja. Steht hier was? Wir schauen uns aber trotzdem noch um. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie was. Ach hier, guck mal. Vielleicht noch ein Versteck, was wir... Ja. Sehr cool. Also ich nehme mal die Waffe kurz weg. Zwei weitere. Dann sieht man es besser. Du kannst doch einfach Fotomodul machen oder sowas. Stimmt, könnte ich ja auch. Oder einfach auch den rechten Stick drücken. Ja, so, mal gucken. Das auf dem Plateau haben wir. Es ist also noch eins bei den Gerudo, wahrscheinlich da, wo es vorher war. Das Versteck schätze ich, ja. Und eins links neben dem Walter Cox, würde ich sagen. Ja.
Es könnte in der Schlucht, bei der Schlucht sein, ein Stück daneben noch. Ja, auf jeden Fall über dem Schloss, neben dem Wald. Ja, soll ich ein Foto machen oder merken wir uns das? Darf ich mal kurz? Ja. Also das bei den, wo das ursprüngliche Versteck war, das merke ich mir. Und da unten. Ich würde mal gern sehen, wo wir kartenmäßig schon. Das ist der Wald. Nee, da drunter. Nee, doch, das ist der Wald. Stimmt, da drunter ist das Schloss. Nee, Dann müsste. Quatsch. Das große ist der Wald und das da drüber ist noch ein kleiner Teil. Was anderes Das ist noch. der Wald. Ja, das ist der Wald. Was hat der Stern zu bedeuten? Ein Schrein oder eine Höhle wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Irgendwas, was wir gesehen haben unterwegs. Vielleicht haben wir uns das schon mal anhand der Karte markiert. Glaube ich nicht. Weil das ist links vom Wald der Crocs. Weiß ich nicht. Ich meine, wir könnten ja, also wir werden ja sowieso noch mehr hier machen. Ja. Da werden wir auf jeden Fall noch mal irgendwie vorbeitingeln und schauen, ob wir das Ding finden. Ja gut, der Stern ist aber so passend, was auch immer es ist, wir lassen es. Irgendwas wird es da geben. Ja, gut. Da sind noch Ja, Kisten. ich sehe es. Jetzt habe ich aber keinen Stein dabei. Ich glaube nicht, dass es hier hoch genug ist. Oh, Schade. schön. War sowieso Ah, nichts bitte. drin. Schade. Schau mal noch an die Decke, bevor du jetzt hochgehst. Nicht, dass da ein Port mich durch die Decke krog irgendwie noch dumm versteckt ist. Auf der anderen Seite da hinten. Höhe. Naja, okay, sieht nicht so aus. Von da sind wir ja quasi gekommen. Von oben dann. Ja. Da steht noch was hier bleibt. Geht's dahinter lang? Nein. Nee, okay. Hier steht was drauf. Oh. Aber ich sehe nicht. Dann kletter Ach, da hoch. vielleicht gab es aber die Kiste. Oh. Kletter doch den Schrank da hoch. Kann ich ja nicht. Von vorne? Den anderen Schrank da rechts neben. Mann. Okay. Ich hätte es lieber vorher gesehen. Ja, dann hätten wir die Kisten nutzen können, Richtig. ne? Aber. Das ist doch doof. Theoretisch müsste es hier aber trotzdem noch irgendwie eine Art Schalter oder sowas geben, damit man den Portstein aktivieren Da kann. muss ich wahrscheinlich zu Rubelo hin. Wie will der von da aus den Portstein hier aktivieren? Den habe ich doch in meiner Tasche jetzt. Nee, den vorhandenen Portstein, der da Ach ans so, den Lichtrumpf weißt festgenagelt ist. du. Den weißt du, vielleicht kriege ich den danach. Aber ich will da lesen, was da drauf steht. Mann. Das ist aber echt ungünstig versteckt. Noch ne, habe ich die Kisten, das Ah, Ding nimm das hier. als Rampe. Kriege ich nicht durch. So. Mit Anlauf. Na komm. Verarsch mich nicht. Wo ist sie hin? Ah, das sieht nicht aus, als würde es da runterpassen. Mann, das Obwohl, lass mal ärgert probieren. mich. Oh, ernsthaft. Ach, da hätte man reinduschern können. Oh. Mann, jetzt mach doch. So wollte ich das haben. Wie, du fällst wieder runter. Das sieht schon relativ gut aus. Ach, sie ist ja schön. Boom. Ey, jetzt festgebackt, das wär's gewesen. So, bitteschön. Danke.
Schade, okay. Hätte ich es geahnt. Falls ihr es auch bei euch lesen wollt, unbedingt, dann packt nicht vor, alles kurz und klein. Ich habe das Pipi so ausgelegt, dass es mehrere für den Wiederaufbau nützliche Funktionen aufführen kann. Rubelo hat sofort einen Prototyp gefertigt, den wir mit dann der Prinzessin für ihre Reisen durch Hyrule überlassen konnten. Prinzessin Zelda lernte schnell damit umzugehen und nahm mit großem Elan Bilder mit dem Fotomodul auf. Das Fotomodul war zwar in erster Linie für Forschungsaufgaben gedacht, ist im Alltag aber auch sehr nützlich. Wer weiß, vielleicht wird nach dem Wiederaufbau jeder mal ein eigenes Purapet besitzen. Ein eigenes Pipi besitzen. Zwei Tagebuchbände sind versteckt. Für die beiden anderen sollte ich vielleicht Pfeile auf eine Landkarte schießen. Nachtrag, das mit dem Pfeilen hat nicht gut funktioniert. Dafür hat der Boden nun ein kleines Loch. Dementsprechend werde ich ein Band im Spielposten lassen, wie der Pfeil es vorgesehen hat oder vorgegeben hat. Okay, das war jetzt schon das dritte. Lass uns mal schauen, ob wir das Loch finden irgendwie noch. Ja, das Loch im Boden. Da, links ein Stück. Das hier? Ja. Kommen wir da irgendwie durch? Nee. Also Ultrahand oder sowas? Nee, okay. Da ist nix. Ich frag mich, ob man hier irgendwas anzünden muss, weil da so eine Fackel liegt. Ja gut. Dann gehen wir zurück zu Robelo. Jo. Wieso ist der denn hier? Ja, weil er beim Hateno Ach ja. Forschungsinstitut Stimmt. umgeiert.